Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Dishonored 2. Wir haben letztes Mal Anton Zokloff gefunden. Und ich dachte mir jetzt so, ja. Mache gerade was falsch. Ich dachte mir jetzt, anstatt den hier einfach mal rauszutragen, lasse ich ihn jetzt erstmal kurz da liegen, weil ich mich irgendwie die ganze Zeit zu blöd anstelle. Okay. Dann kümmere ich mich jetzt erst um den Rest, den wir hier noch erledigen können. Ich habe so viel geschaffen, dieses Haus und vieles mehr. Aber es sind wohl die mechanischen Soldaten, die mich berühmt machen werden. Ich habe gleich nur eine Woche gehört. Ah. Ach, guck mal, die sind jetzt schon im Fahrstuhl. Das ist gut. Das ist gut. Ich muss ja jetzt mal feststellen, ja, sobald ich Sokolov hier raustragen will. Wo war? Da, genau. Kommt da hinten Nachschub an. Das ist großartig, dass der jetzt schon da ist. Ich muss gerade die Tastenbelegung gucken. Aber dann kann ich die jetzt ausschalten und später Sokolov da wunderbar einfach rausholen. So, das lässt Gegner fliehen und nimmt ihn die Erinnerung. Ich muss nur gucken, wie ich die Gegner jetzt loswerde. Ich muss mich sowieso wieder ein bisschen umgewöhnen, weil ich jetzt tatsächlich doch nochmal Dishonored 1 angefangen habe. Weil ich mal einen Kill Them All Run ausprobieren wollte. Also ich gehe jetzt gerade durch Dishonored 1 durch und bringe dabei alles um. Was? Da sind zwei Wachen. Ich habe echt gerade übrigens keine Ahnung, wie ich die unauffällig ausschalten soll. Verdammt. Sie kann echt den Kollegen dabei umbringen? Cool. Auch eine Sache, die man ausprobieren konnte. Mist, ich dachte, sie hat sich umgedreht. Naja. Nochmal. Der? Ach Moment, das war ein Schnellsprecher. Was denn? Ich hab's mittlerweile selbst vergessen. Gut. Ist eine Weile her, dass ich aufgenommen habe. Zu lange offensichtlich. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Beziehungsweise zumindest nicht mehr daran, wie man spielt. Aber an die langen Ladezeiten erinnere ich mich noch. Ich sollte mal einen Schnellsprecherpunkt setzen, wenn ich die Treppe hoch bin. Ups. Ich glaube, ich hätte gerade eigentlich sterben sollen. Hä? Wieso wurde ich jetzt nicht teleportiert? Oder rübergezogen oder was auch immer? Irgendwas sagt mir, dass ich gerade das Spiel ein bisschen kaputt glitsche. Ist mir aber egal. Da war der Schnellsprecherknopf. Das ist gut. So, was mache ich jetzt mit euch? Könnt ihr die jetzt mal rauskommen? Ich habe keine Lust, dass ihr hier drin wieder. Ich bin nicht in der Stimmung. Komm sofort raus. Was? Kommt ihr jetzt langsam mal da raus? Bevor ihr wieder in die Luft fliegt? Jetzt kommen die alle drei in die Richtung. Mist. Bin sicher, da war jemand. Keine Ahnung, aber da war was. Da drüben auf der Treppe. Was? Du konntest mich hier unten sehen? Scheiße. Ich wiederhole mich, aber echt Kompliment an die Intelligenz der Gegner. Das Schleichen wird schwieriger. Könnte ich nicht einfach...
Nein, natürlich nicht. Weil dann wieder so ein scheiß kleines Metallstück im Weg ist, was ich natürlich auf jeden Fall treffe. Ich wollte mir jetzt einfach... Ich habe 3 Bolzen und ich glaube, ich bin jetzt echt zu weit. Ich verpasse den jeden im Bolzen. Ich habe nämlich keinen Bock auf die Gegner. An denen hänge ich jetzt seit dem letzten Part. Und ich bin sie immer noch nicht losgeworden. Es dauert mir ein wenig zu lange. Ich werde ungeduldig. Bolzen für... Bin sicher, da sah ich ganz Spinster. Okay, ich habe sogar einen Bolzen gespart. Aber darauf speichere ich. Meine Fresse. Das macht mich fertig. So, dieser Walöltank ist ein großes Risiko, eine große Risikoquelle. Wieso gar nicht plötzlich? Kann ich den vielleicht irgendwo heimlich in die Luft sprengen? Deine Ecke oder so? Da. Sehr unauffällig, nehme ich so hin. Das war laut. Da wackeln die Zähne. So. Überall Bolzen. Die sind mir vorher nicht aufgefallen. Was ist das da? Achso, okay. So, da wir das nun endlich geklärt haben, habe ich meine Meinung geändert. Du bleibst nicht hier drin, du gehst jetzt mit hier hin. Und ich muss wieder, ich muss noch kurz nachgucken, wo musste ich hin? Ich wollte jetzt erst den Typen ausschalten, weil sein Gelaber mir sowieso auf den Sack geht. Verdammt, ich hatte ja gar keine Karte von seinem Haus. Und natürlich habe ich mittlerweile vergessen, wie es aufgebaut war. Wie bin ich nochmal dahin gekommen? Oh, aber ich weiß, wo eine Karte von... Autopsie werde ich der angeblichen Degeneration der Coordinates auf den Grund gehen. Aber ich weiß, ich erinnere mich noch, es gab eine Karte von diesem Haus. Ich weiß nur nicht mehr, wo die war. Stimmt, und irgendwo da unten konnte man... Na, Sekunde. Nochmal einen Schritt zurück. Ja, ja, jetzt kommt schon. Ich dachte, seine Arbeit würde durch seine Leidenschaft gestört. Doch beides ist untrennbar miteinander verbunden. Wo? Da. Ich suche gerade die Möglichkeit, dieses blöde Ding auszuschalten. Da irgendwo muss der, Natürlich knall ich mit dem Kopf da unten gegen. Warum auch nicht? Das gibt ja auch so viel Sinn. Könntest du mich jetzt... Hä? Das gibt gerade wenig Sinn. Okay, ich könnte die Dinger durchschneiden. Das bringt mir, glaube ich, überhaupt nichts. Und... Oh, das ist interessant. Cool. Was war denn das für eins? Klingentanz? Ne, das hatten wir auch schon. Welches habe ich jetzt gerade aufgehoben? Das hier, ne? Von Nachtsicht gesunde. Oh, nice. Nice, nice, nice. Brauche ich zwar, glaube ich, nicht, aber egal. Shepard? Ah, der Typ hieß scheinbar Shepard. Nice. So, wo bin ich jetzt überhaupt gelandet? Und wo... Ich habe mittlerweile echt völlig den Überblick verloren, was ich hier mache. Könnte an der langen Pause liegen. Genau. Ohne, wo war mein Ziel? Das ist nicht mehr angezeigt. Oh, das ist, glaube ich, noch nie aufgefallen. Genau, da oben. Jindosh ist über mir. Da muss ich dann also hin. Da unten ist Sokolov. Hallo, sind Sie da? Meine Nein. Sensoren erkennen weder Ihr Gewicht noch Ihren Atem, aber ich... Ins Innere des Hauses, so könnte man es quasi nennen. Ins Innere der Wände nämlich. So, Blitzpfeiler deaktiviert.
Kisten. Das bedeutet, ich müsste jetzt eigentlich irgendwie in Richtung der Karte kommen. Moment, was? Den habe ich doch gerade deaktiviert. Hat er ja selbst gesagt. Spiel, hör auf mich zu verarschen. Gibt's hier zwei Blitzpfeiler? Okay, das muss ich mir jetzt nochmal kurz angucken. Ich bin uns gerade überlegen. Im ersten Teil waren die Blitzpfeiler definitiv kein One-Hit-Kill. Ja. Das verstehe ich jetzt nicht. Der ist offensichtlich noch aktiv. Oh gut, das Ding oben drauf dreht sich. Hätte man vielleicht daran erkennen können. Ich habe doch gerade den Wageltank rausgenommen. Was passiert hier gerade? Kann mir das mal einer kurz erklären? Nochmal. Wenn es denn endlich geladen hat. Das ist echt... Das ist momentan das Einzige, was mit diesem Spiel auf den Sack geht. Die Ladezeit. Ja, ja, beleidigen kannst du mich später, wenn ich dir Klinge an die Kehle halte. Was ich leider nicht tun werde. So, hier ist jetzt... Ich bin gerade voll verwirrt. Ich bin echt ultra verwirrt. Geh mal kurz da rein. Ich will mir eigentlich gerade nur kurz die Karte holen. Das Ding hat keinen Saft mehr. Wieso funktioniert es noch? Das Kabel hat aufgehört zu leuchten. Habe ich das Spiel gebuggt oder soll das so? Davon muss ich jetzt speichern. Ich manipuliere das Ding jetzt ganz einfach. In der Hoffnung, dass es mich dann nicht mehr platt machen kann. Aber das ist ein ziemliches Problem. Weil wenn ich es jetzt manipuliere, ist halt... Potenzial, dass die Gegner da reinrennen und sterben. So ein Scheiß. Achso, ich kann das Ding einfach runterfahren lassen. Na gut. Das ist jetzt echt... Das ist quasi die Definition von ungünstig. Das Ding hätte... So sollte jetzt eigentlich aus sein. Wieso ist es das nicht? Na gut. Ich will meine Karte. Oh Gott, das... Ich höre, dass da jemand ist. Hier hinten habe ich irgendwo Mana-Lexi gesehen. Ah, da, eine Wache und ein Soldat. Okay, aber der Soldat scheint deaktiviert zu sein. Da hinten ist noch eine Wache. Ich muss zurück nach Dunwall. Ist schlimm. Hab die Kinder seit Jahren nicht gesehen. Wie schalte ich die beiden jetzt aus? Könnte sie sich nicht einfach mal umdrehen oder so? Ich könnte hier auch einen Bolzen verpassen und ihn würgen, aber ich habe nur noch einen Bolzen und den brauche ich für Jindosh. Ja, sollte ich nur noch einer. Wobei. Mal eine ganz blöde Sache. Könnte ich mich auch wieder aus dem Haus rausschleichen, die Bahn zurücknehmen und mir im Schwarzmarkt neue Muni holen? Okay, warte. Das könnte. Das will ich jetzt so kurz probieren, ob es geht. Mal nicht. Da wollte ich auch nicht hin. Das finde ich auch manchmal ein bisschen komisch, wenn man mit dem Waldgreifen hier zielt, landet man ständig an der Kante irgendwo zwischen sich und dem Ziel, was man eigentlich angewählt hatte. Oder was man zumindest eigentlich hätte anwählen sollen.
in die Wand. Das hat sie echt nicht gemerkt. Das wäre jemand im Haus. Sollen wir das Federwerk wecken? Wo hast du dich versteckt? Ach nö. Was ist denn das jetzt bitte für ein Scheiß? Ich schalte sie aus und plötzlich bemerkt er mich? Aber ich glaube, das könnte tatsächlich so funktionieren. Ich weiß nicht genau, was das jetzt gerade war. Vielleicht, weil sie mich quasi kurz gesehen hat und sich dann bewegt hat. Ich würde es gerne nochmal probieren. Ja, diesmal hat sie nichts gemerkt. Klingt, als wäre jemand im Haus. Sollen wir das Federwerk wecken? Es wacht von allein auf, wenn ein Kampf ausbricht. Sie sind blind, aber sie hören. Unheimlich zu wissen, dass sie uns vielleicht zuhören. Verstehen sie uns denn? Nein, nicht mehr als ein Audiograph es tut. Wieso das jetzt auch immer nicht ging? Habe ich hier gerade ins Auge gestochen? Nice. Gut. Das war jetzt natürlich sau bescheuert. Aber ich muss mal kurz wissen, ob die wieder zurückkommt, wie sie sich bewegt. Weil ich habe das Gefühl... Sie scheint ja genau in dem Moment loszulaufen, wo ich mich dahin teleportiere. Was scheiße ist, weil das dann genau quasi nicht so funktioniert, wie ich es mir gerade wünschen würde, weil ich sie nicht erwischen kann. Und dann dreht er sich halt um. Hallo, da. Ich sollte das Spiel vielleicht mal mit Controller ausprobieren. Erwischt. Die beiden legen wir jetzt irgendwo anders hin, wo sie hoffentlich nie auffallen. Hier muss reichen. Speichern. Sicht aktivieren. Was haben wir hier noch vor? Liegt nur jede Menge Essen rum. Das hier muss sowas wie ein Speisesaal sein. Ich ziehe erstmal nicht an den Hebeln. Bin mal vorsichtig, was ich hier mache. Ausnahmsweise Kopfsalat. Warum nicht? Sieht zwar aus wie wir singen, aber egal. Okay, wo war der Weg zurück in die Eingangshalle? Das ist wahrscheinlich da, wo die Wachen gerade standen. Bei solchen Preisen sollte man uns nicht warten lassen. Es gibt nur einen Kirin Jindosh. Er kann verlangen, was er will. Außerdem kannst du dir problemlos ein paar dieser Federwerke leisten. Dein Vermögen hat sich immerhin verdoppelt, seit der Herzog die Silbermine übernommen hat. Weniger Lohn bedeutet mehr Gewinn. Aber meine Zeit ist mir wichtiger. Ich warte nicht gern. Ich auch nicht. Wann habe ich das letzte Mal mehr als eine Stunde auf... Okay. Scheinbar gibt es einige Zivilisten in diesem Haus. Und er ist... Wache, jo. Aber vielleicht... Aber die sollten mich trotzdem nicht entdecken. Glauben Sie wirklich, Sie sind etwas Besonderes? Dieses Haus hat schon ganz andere Opfer gefordert. Da ist er wieder. Was glaubst du, mit wem er redet? Das erklärt wohl die Verzögerung. Bei einem Einbruch kümmern sich die Federwerke hoffentlich darum. Ich will nicht mehr auf Jindosh warten. Wartezimmerschlüssel. Komme ich damit hier rein? Ja. Und wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt vielleicht da, wo ich hin will?
zumindest in der Nähe. Ich will diese verdammte Karte. Ich glaube, sobald ich die habe, komme ich ganz gut zurecht. Das. Moment. Scheiße. Nein, ich bin nicht da, wo ich hin wollte. Zumindest noch nicht. Kann natürlich auch sein, dass dieser Weg mich eigentlich dahin führt. Das hier sieht sogar gar nicht mal so... Doch, hier ist die Karte, ne? Oh, nice, dann weiß ich endlich, wo ich bin. Nicht nur, weil ich die Karte gefunden habe, sondern auch, weil ich jetzt weiß, wo diese Karte hängt. Die war nämlich da im Eingangsbereich. So. Da, Erdgeschoss, genau. Jindosh ist im Labor, Position 5, genau. Und da ich ja auch rausgefunden habe, wie man diese mechanischen Soldaten gut ausschalten kann, sollte ich da jetzt eigentlich eine Chance haben. Das Blöde ist, ich habe nur einen Bolzen und den brauche ich für ihn. Also deinen Betäubungsbolzen. Ich werde mir was einfallen lassen. Aber auf jeden Fall gut, dass ich endlich eine Scheißkarte habe. Aber wenn ich mich frage, was der Hebel macht, weil der müsste... Hier auf der anderen Tür müsste eigentlich ein mechanischer Soldat stehen. Oder? Ah ne, das war der Aufzug. Ach, keine Ahnung. Hier machen wir jedenfalls dann beim nächsten Mal weiter und... Ich komme endlich voran. Zumindest hoffentlich. Ab jetzt. So, irgendwie... Keine Ahnung. Ich muss mir mal irgendwas einfallen lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.